kannst du ruhig klicken. Jetzt können wir mal den Pfeil hier holen. Vor Hawkeys Augen. Ja, ja. Mühsam, mühsam ernährt es sich. Mit ihren Ahnen tanzen, dank dieser Pfeile. Oh Gott, wie was der singt. Hawkey hat das Ende seines Lebens erreicht. Viele weiße Männer werden mit ihren Ahnen tanzen, dank dieser Pfeile. Also, ich will Hawkey ganz klar nicht zum Feind haben. Aber definitiv zum Freund, und da ist einer. Den habe ich nicht gesehen da hinten. Also, und zwar, was genau tust du da? Ach, dich umgucken. Es sind die größten Assis, die sich immer umgucken. Tja, jetzt hast du dich lang genug umgeguckt. Ja, der wird sich gleich ganz schön umgucken. Da dann. Da ist ja noch irgendwo einer, der es gesehen hat vorhin. Aber wir können es trotzdem mal versuchen. Jeder weniger ist. Einer mehr. Kein Ast wird brechen. Kein Vogel auf. Oh, welche weiße Sprüche. Ein Pfeil ist da drin. Aber egal, wir können da reingehen, ohne dass es jemand sieht. Hoffentlich, dass. Ich hoffe mal, dass der da nicht reingeht. Nee, tut er nicht. Okay, ist kein Fahrzeug. Der hat ihm gerade einfach eine Schelle gegeben. Beschreiten. Respekt, Respektschelle. Von Speck kommt es. Respekt. Boah, das war gerade. Das war ja gerade extrem traurig und knapp. Okay, hat das Ende seines Weges erreicht. Hat. Und wir sind wieder bei so einer bescheuerten Kameraeinstellung. Der da oben ist Gott sei Dank wieder blind wie so eine Maus. Wenn der weg ist, gibt's eine Combo-Action, dann gibt's eine Doppelschelle. How? So, mit dem Tomahawk in die linke Backe, wahlweise in die rechte. Welchen Pfad soll Hawkey als nächstes beschreiten? Kommt von Respekt. Wenn Sie kommen, rufe ich, okay? Der sieht halt gar nichts, der Typ. Mein Quicksave mal. Der weiße Mann. Einfach mal ausführen, ausprobieren. Mögen seine Ahnen ihm die Gnade erweisen. Beeil dich, Hawkey. Fuck. Aber eine Millisekunde zu langsam. Das war knapp. Der weiße das, Mann. Das funktioniert, das machen wir jetzt einfach nochmal. Mögen seine Ahnen die Gnade. Das ist halt aber. Ja, jetzt hat's nicht funktioniert. Warum funktioniert es in der einen Sekunde und in der anderen nicht? Hawkey bewegt sich schnell wie ein Pfeil. Muss doch. Die Krähen halten den Geist. Dass er so langsam aufsteht, dieses Schritt für Schritt ist schon ein bisschen ärgerlich. Also modifizieren wir die ganze Sache ein bisschen. Und ich bin noch in den falschen Tasten. Und machen es einfach mal so. Hawkey bewegt sich schnell wie ein Pfeil. Auch das. Warum ging das gerade eben? Ah, das kann's doch nicht sein, oder? Mal geht's und mal geht es nicht. Jetzt geht's wieder gar nicht, ja. Hawkey beschreitet seinen Weg, ohne zu zögern. Hawkey wartet. Doch, weißt. Hawkey ist kein Adler. Du sollst den niederschlagen. Du dämlicher Indianer. Hawkey hat das Ende seines Weges erreicht. Der hat das Ende seines Weges erreicht. Der weiße Mann wird Hawkeys Brüdern kein Leid mehr zufügen. Halleluja. Ist hier hinten. Ach, da hinten ist so ein blöder Idiot. Blöder toter Idiot. Und das Audio hat sich wieder ausgeschaltet. Warum? Guck mal, Hawk. Oh, schade. Ich hätte nicht gedacht, dass er in die Richtung guckt. Hawkeys Brüdern kein Leid mehr zufügen. Warum hat er das gesehen? Warum? Hawkeys Manchmal Brüdern haben die so. Leid mehr zufügen. Ich weiß nicht, ob die von Charakter zu Charakter unterschiedlich sind. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl. Ruhe jetzt. Hawkey wartet. Ah, ist so wieder einer weniger. Ist einer mehr, der tot ist. Jawohl, der guckt weg. Kein das heißt, ich kann mir jetzt den hier vorknöpfen. Kein Vogel auffliegen.
Wenn der tot ist, kann ich mit den hier vorknöpfen. Einfach einen nach dem anderen. Leise und dekorativ. Und das hauen wir wieder ab. Und so geht es immer weiter. So, wer will als nächstes? Wer hatte noch nicht? Jo. Die sind... Das ist so ein geiles Dreier. Okay, hat das Ende seines Weges erreicht. Aber der kriegt nicht mit, wenn ich den umbringe. Allgemein kriegt der... Das heißt, die richtige Reihenfolge ist 1, 2, 3. Da seht ihr halt noch eine weitere Art, wie man dieses Spiel spielen kann. Wenn der sich umdreht, kriegt der aufs Maul. Und dann versucht... Vielleicht kann ich ihn sogar wegtragen. Oder ich versuch's mal so. Das geht nicht. Ich hab vergessen, also wenn ich... Ich glaube, wenn ich knie, dann zieht das nicht. Aber wenn ich jetzt... Wenn ich so laut rumtrampel, dann kriegt er das dann schon mit. Ach komm, kann der nicht leiser sterben? Also ein bisschen länger warten, bis der weg ist. Hinknien. Okay, sofort. Ja, Tumsifu. Der Kriegsschrei bringt uns halt überhaupt nichts. Jetzt dürft's gehen. Der Weg liegt klar vor Hawkeyes Augen. Hau. Hawkey ist leise wie eine Katze. Nichts kann Hawkey aufhalten. Lalala, lalala, lalala. Kommt und fangt mich. Na los, tut es. Ich habe 13 Pfeile. 13 formschöne, leckere Pfeile. Nur für euch. Ja, komm. Nein, nicht so. Ach, komm. Ach, Mann. Das ist jetzt unfair gewesen. Das war jetzt nicht nett. Jetzt wollte ich es so voll lässig machen. Immer wenn sie hochklettern, halt abschießen. Aber jetzt ging das nicht. Aber wisst ihr was? 13 Pfeile, die kann ich auch mal benutzen. Die Krähen halten den Geist des weißen Mannes in ihren Klauen. So, das war jetzt auch elegant. Auf seine ganz eigene erotische Art und Weise. So, es geht weiter. Ist da oben irgendwas? Nein. Hier, der ist mausetot. Nehme ich mal an einfach. Komm, gib dir mal einen freundschaftlichen Klaps. Da steht er bestimmt drauf. Nichts kann Hawkey, auch okay, kennt seinen Weg. Oh shit. Haben die mich direkt gesehen? Scheiße, jetzt nichts hat er mich kann gesehen. Hawkey aufhalten. Ja, okay, ich bin tot. Das ist relativ klar und eindeutig gewesen. Ach, der läuft da raus. Oh, das war also dann so scheiße getimed vorhin. Als ich geguckt habe, war der ja noch nicht so. Okay, das heißt, wenn der wegguckt, kann ich niederschlagen. Und der hier, der schläft einfach. Das heißt, der ist sowieso gleich executed. Vielleicht kann ich sogar wagen und den wegtragen. Dass der es einfach nicht sieht. Hoho, ich bin ein kriminelles okay, Genie. Ist leise wie eine Katze. So. Aus den Augen, aus dem Sinn. Nein. Noch nicht. Jetzt. So, ein weiterer Tod. Relativ umsonst, der schläft halt einfach. Verschläft hier einfach die Vendetta oder was er da auch immer macht. Sowas nennt man eigentlich ja Menschenjagd. Aber man darf kein Herz für virtuelle Menschen haben. In diesem Spiel nicht. Kein Mitleid, kein Erbarmen. Erbarmen. Aber es werden immer weniger, wir haben es bald, es ist nur noch der Innenhof hier. Die Turmwache da. Hawkey ist kein Adler. Wo guckt der so hin? Kein Ast wird brechen. Kein Vogel auffliegen. Geht das, ohne dass der mich sofort erkennt und identifiziert? Hau. Ja, ich weiß doch nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Ich hätte ja auch einfach so zurück können. Aber was soll's.
Ich kann, glaube ich, einfach hier und dann hinten rum hoch. Keine Ahnung ob, aber ich denke mal das. Das müsste sogar reibungslos funktionieren. Ja, was ist denn los? Ach, das ist der Scharfschütze da oben. Oh, das ist ja ein Assi, Alter. Was wurde da über, was der alles sieht? Das ist voll das Orakel. Nichts kann. Okay, ich muss den Scharfschützen ausschalten. Da verstehe ich überhaupt keinen Spaß. Juhu! Da war gerade einer, den ich vorher noch nicht hatte. Der mich vorher nicht gesehen hat, vor allem. Hawkeye ist kein Arsch. Also lasst uns darauf scheißen und erstmal den Scharfschützen ausschalten. Und ich denke, wir können hier sogar rennen. Ja, nicht da! Es hat funktioniert. Okay, ich beschwere mich nicht. Hey da, Scharfschütze. Tschüss. F2. Speichern. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Wenn es funktioniert, ist gut. Ja, aber das war auch sehr unprofessionell, wie ich das gerade gemacht habe. Im Normalfall macht man das doch so. Anschleichen, soweit wie es geht. Sichtfeld angucken. Soweit wie es geht anschleichen und wiedersehen. Schlaf schön. Sterb schön. Der Weg liegt klar. Mein Gott, du sollst da hochklettern. Du dämlicher Idiot. Ich hätte gerne sein Scharfschützengewehr. Wie geil man damit aufräumen könnte. Nichts kann Hawkeye aufhalten. Ich wollte, nur die Pfeile haben. Dann Shanana. Wasch. Oh mein Gott. Hawkeye ist leise wie eine Katze. Zack. Oh, die zwei da unten sind auch lustig. Das macht aber auf, es macht einfach tierisch Spaß. Es tut mir leid, aber Hawkeye, es macht Spaß. Seinen Weg, ohne zu zögern. Mal gucken, ob sie es mitkriegen. Okay, also. Bestimmt so gedacht, dass du dir die Pfeile zwar holen kannst, aber dann nichts passiert. Kann Hawkeyes Mut erschüttern. Zack. Das ist natürlich unpraktisch, dass die beide runtergefallen sind. Und ihre. Das ist jetzt noch viel unpraktischer, warum der es auch immer gesehen hat. Warum? Und noch eher, warum sieht er mich da oben? Okay, kennt seinen Weg. Und tschüss. Hui. Ja, war's das jetzt schon wieder? Okay. Dann kennst du dich die Bestellung? Gut, wer ist der Nächste auf der Liste? Du da oder du da? Oder du da? Stellen wir das mal zurück. Und ich sag du da. Weil dich da sieht niemand da. Nichts kann Hawkeye aufhalten. Ja? Komm mal hoch! Sehr schön. Wieder zwei weniger. Einer weniger. Der zweite kommt noch, keine Angst. Hier ist so ein aussichtsreicher Kandidat. Boah, wie geil, der geht hier um die Ecke. Dieser Pfad ist versperrt. Also das finde ich klasse, wenn der hier um die Ecke geht. Wenn er hier um die Ecke geht, dann ist er tot. Das überlebt er nicht. Das ist ja mal ganz klar. Das Geile ist, ich kann mit Hawkeye aufstehen, rennen, draufschlagen, tot machen. Amen. Das heißt, jetzt kann ich mir den nächsten vornehmen. Beziehungsweise, ja, schwierig. Nein. Ach komm, die Reiter, die tun sich, die sind random.
Das ist ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche vorgegebenen Pfade haben. Aber in jedem Fall kann man ja versuchen, ohne dass die uns entdecken. Gut, haben wir also auch gelöst. Jetzt läuft der rum. Kann ich hier hinten rum? Oh, hier ist noch viel los. Aber ich habe noch genug Pfeile. Nein, jetzt bin ich dir für die Flinte gelaufen. Sehr unpraktisch. Kein Ast wird brechen. Kein Vogel kann Hawkeye aufhalten. Hawkeye beschreitet seinen Weg, dann halt so, ohne zu zögern. So, wer ist der Nächste auf der Liste? Immer die Einzelnen. Immer welche, die halt nicht beobachtet sind, aber andere beobachten und so der Reihe nach durchselektieren. Wenn die sich gegeneinander beobachten, ist halt scheiße. Aber wir haben 11 Pfeile. Und die beiden hier sind auf jeden Fall mal, denke ich mal, die sind tot. Weil wenn sich zwei beobachten, freue ich mich. Der Weg liegt klar vor Hawkeyes Augen. Der da oben ist auch noch ein Ziel. Der hat mich angeschossen. Der Sack. Weil... Ach, der da oben. Hawkeye ist leise. Ich weiß nicht so richtig, was der da macht. Der Weg liegt klar vor Hawkeyes Augen. Ach komm. Manchmal sind sie dann aber schon sehr genau. Da sind sie ganz genau manchmal, gell? How? Also gut, dann so rum. Wir hätten es halt mittlerweile schon lang geschafft, weil wir ja schon hier unten waren. Hier. Das heißt, wir hätten nur hier runter müssen und die hier einfach töten. Also wir hätten es schon geschafft darauf. Seinen Weg, ohne zu zögern. Darauf kann man sich ja immerhin mal festmachen. Aber das reicht uns noch nicht. So, was auch immer du da tust. Wenn ich so mache, siehst du mich nicht. Hawkeye ist kein Adler. Hawkeye beschreitet seinen Weg. Das hat mich mein Opfer höchst selbst entdeckt. Ich will die Pfeile nicht einsetzen. Pfeile sind einfach kostbare Ressourcen. Hawkeye kennt seinen Weg. Hawkeye hat das Ende seines Weges erreicht. Darf mich einfach mein eigenes Opfer nicht entdecken. Sobald er sich wieder umdreht. Ja. Sehr schön, jetzt ist er tot. Jetzt ist niemand mehr da, der dich beschützen könnte. Hawkeye ist kein Adler. Niemand. Außer der da. Aber selbst der nicht. Der Skalp des weißen Mannes wird Hawkeyes Wigwam schmücken. So, lauf mir dezent runter. Was macht der jetzt? Hawkeye wartet. Und weiß es nicht, gell? Die gucken da abwechselnd mal rauf, mal nicht rauf. Guckt der jetzt... Ah, der guckt sich manchmal einfach so schräg hinter so aus Prinzip, gell? Sehen die den da oben? Nee, das heißt, wenn ich den kein hier einfach... Kein Ast wird brechen. Oh kein Gott, halt. Vogel auffliegen. Halt, stopp. Den hat aber niemand im Blick. Seht ihr das? Der guckt... Die kann ich auch mit Pfeilen. Ah, nee, guck. Da, jetzt niederschlagen und zu dem rennen. Ja, das ist schon möglich. Nein, nicht da lang. Oh Gott, das alte Problem. Die nehmen immer den kürzesten Weg. Wenn man denen sagt, was sie für einen Weg nehmen sollen. Los, mein Freund. Schreite den steinigen Weg deiner Ahnen, weißer Mann. Ja? Wow. Kein Ast wird brechen, kein Vogel auffliegen. Der Skalp des weißen Mannes wird hoffentlich. Ja, der ist einfach in das Sichtfeld von dem reingeflogen. Okay. Ja, das ist unfair. Also ins Sichtfeld reinfliegen, das ist unfair. Das ist nicht okay. Das ist nicht rechtens.
Ja, Schnauze einfach. Dieser Pfad ist Pfeile. Zwei Pfeile eingesetzt, um 5 zu bekommen, das ist okay. Die also Hawk allgemein, die Pfeile kann ich gut brauchen, wenn ich da unten dann bin. Also das steht außer jeder Diskussion. Boah, das sind viele hier. Das sind richtig viele. Das ist der blöde Gaul. Ich glaube, das Beste wäre... Umarme meinen Pfeil mit... Oh mein Gott, Pfeil verschwendet. Pfeil verschwendet heißt neu laden. Ganz klar. Wir können ja jetzt mal ein bisschen mit den Pfeilen aufräumen. Wobei. Ach ja, warte. Wartet. Ich kann die. Weißt du, da steckt der Pfeil. Nimm ihn doch. Nein, der Hawkey spart. Hawkey ist ein Sparisch, ein schwäbischer Indianer. So. Arg viel Zeit habe ich nicht mehr, aber ich denke mal, dem haue ich noch eine rein. Dann werde ich die Aufnahmesession für heute auch beenden, wenn die gerade nicht hier hochschauen, die zwei Zigeuner. Dieser Pfad ist versperrt. Ja, jetzt guckt weg. Einfach weggucken. Nicht hingucken. So. Hawkey ist kein Adler. Jetzt kann ich den nicht anklicken. Hawkey kennt seinen Weg. Mal gucken, ob sie das spannen. Wenn sie es kapieren, wäre scheiße. Der sieht halt immer den, hat das Ende seines Weges. Wundert sich aber nichts. Nicht. So, jetzt haben sie noch nicht hochgeguckt. Das heißt, wir haben noch nicht. Hä? Welchen Pfad soll Hawkey als nächstes? Warum haben die das jetzt auf einmal gespannt? Kein Ast. Egal, wir verpissen uns einfach. Kein Vogel ins Off. Wir verpissen uns hier hoch am besten. Hier stopp am sichersten. Ja, jetzt ist hier wieder Tabula Rasa. Das wird sich wieder beruhigen. Wenn die sich beruhigt haben, wird die nächste Aufnahme dann auch starten. Jedenfalls. Bedanke mich fürs Zuschauen. Meine größte Angst ist immer, ich sehe mein. Das nicht, ob meine Tonaufnahme leuchtet, weil ich ja mit einem extra Aufnahmegerät, mit einem Tonaufnahmegerät aufnehme. Und ich sehe aber nicht, ob das an ist von meiner Perspektive aus. Und dann gucke ich immer, wenn ich sag und tschüss, nach links rüber. Jetzt seht ihr das ja, so Stereo-Sound. Dass ich jetzt linke Seite bin. Und dann sehe ich, ob das Ding rot leuchtet. Und wenn meine größte Angst ist einfach, ich beende die Aufnahme nach 2-3 Stunden und das Ding blinkt. Das heißt, ich habe die Aufnahme nicht gestartet und dann blinkt die. Oder der Akku ist leer oder die Speicherkarte ist voll. Das ist einfach meine größte Angst, die ich habe. Dass das so ist, dann müsste ich alles ja nochmal spielen. Aber drum speichere ich auch immer direkt, dass sich die Quicksaves nicht kaputt geht. Also gut. Jetzt bin ich an dem Tonaufnahmegerät hängen geblieben. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge Heldorado wieder. Weil wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, so knapp 30 Leute haben wir noch vor uns. Und die werden den Weg zur Rettung von John auch noch pflastern. Keine Angst. Also dann, Tüdehutgas, John Borno und wie sie alles sagen.